Herr Dr. Düllings, wo stehen im Vergleich die Akuthäuser und die Reha-Einrichtungen beim Thema Digitalisierung? Ja, unsere Umfrage hat ergeben, dass vor allem die Reha-Kliniken zu einem Anteil von 20% eine fallbegleitende digitale Patientenakte nutzen. Die psychiatrischen Krankenhäuser liegen sogar bei 40%, während die Allgemeinkrankenhäuser um 5-6% vor sich hin dümpeln, muss man sagen. Jetzt kann man die Frage stellen, woran liegt es denn? Sind die psychiatrischen Kliniken, die Reha-Kliniken innovativer, sind die pfiffiger? Meine Interpretation ist, dass vor allem in den letzten 5-7 Jahren die Krankenhäuser, die nach DRG abrechnen, hier doch massiv gebeutelt sind durch das Fallpauschalensystem. Und das Fallpauschalensystem beutelt eben insbesondere die Universitätskliniker und die Grundversorger, sodass hier die Mittel fehlen für die Digitalisierung. Auf der anderen Seite fehlen natürlich auch Mittel aus dem investiven Bereich über die Bundesländer.